Wie fangen wir dieses Video an? Ich würde sagen, erstmal Musik ein bisschen. Ja? Ja, die passt. Passt auf jeden Fall. So. Guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch? Ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht es blendend. So wie immer. Es ist echt komisch, auf dem Motorrad so zu reden. Ich habe das halt schon ewig lang jetzt nicht mehr gemacht. An dieser Stelle auch ganz kurz. Sorry, dass jetzt echt lang keine Videos mehr kamen. Beziehungsweise halt komplett unregelmäßig und ich einfach so hochgeladen habe, wie ich es geschafft habe. Das liegt halt daran, dass ich echt wenig Zeit hatte. An sich hatte ich wenig Zeit. Jetzt gerade ist wieder das mit Lockdown und sowas. Ist halt auch Stress. Dann bin ich halt nie anständig gekommen, das Video irgendwie zu cutten. Aber ja. So, da wir das nun auch aus dem Weg geräumt haben, heißt ich euch herzlich willkommen zu dem sehr wahrscheinlich letzten Video in diesem Jahr. Dem lang erwarteten Winterpausen-Video. Was soll schon in diesem Video passieren? Ich werde ein paar Sachen ansprechen, die jetzt das ganze Jahr in YouTube passiert sind. Ein bisschen was schon mal fürs nächste Jahr sagen, was so passieren wird. Und ja, lasst euch einfach überraschen. So, kommen wir auch direkt zum ersten Punkt. Ich bedanke mich bei allen, die das ganze Jahr lang jetzt Kommentare geschrieben haben, Videos geliked haben, Videos angeschaut haben. Ich bedanke mich auch bei meinen 45 Abonnenten. Keine Ahnung, woher ihr alle kommt. Aber danke, dass ihr hier seid. Im Übrigen fahren wir jetzt auf dem Ring rum, weil vom Ring aus kann man eigentlich ziemlich viele so Attraktionen über die ganze Stadt sehen. Mit viel Attraktionen meine ich BMW-Werk und den Olympiatur. Mehr habe ich halt keine Ahnung. Ah, und das Mercedes-Gebäude gibt es auch noch. Zweiter Punkt. Eine neue Maschine ist sehr wahrscheinlich auf dem Weg. Also das mit dem A-Schein gibt immer noch ein bisschen Stress da hin und her. Aber irgendwie kriege ich das noch hin, dass ich auch den schaffe. Und dann die nächste Maschine. Mal schauen, was es wird. Ich würde sehr, 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 sehr gerne wirklich die 636 holen. Maschallah, einfach die hübsche. Aber es gibt einfach kein realistisches Angebot aktuell. Das kann sich jederzeit ändern. Ich könnte also sagen, dass ich morgen ein Bike kaufen gehe, wenn ein gutes Angebot da ist. Inshallah, wenn alles so weitergeht, wie es bis jetzt weitergeht. Bitcoin, ich küsse dein Auge, dass du so weit nach oben pumpst. Aber ich denke nicht, dass ich das Anfang der nächsten Saison schaffen werde. Da wird noch die kleine hier sein, die kleine 250er. Werden wir noch fahren? Auch wenn ich denke, dass es nicht mehr lang mit der gehen wird, weil sie jetzt, ja, komische Geräusche von sich gibt, sagen wir es so. Also solange der Motor nicht 100% warm ist, klappert irgendwas im Motorraum und ich habe keine Ahnung, was es ist. Noch fährt sie, was sehr, sehr gut ist und es gibt auch keinen Unterschied im Fahrverhalten, beziehungsweise im Motorverhalten. Der Motor nimmt so wie davor auch Gas an, hat die gleiche Leistung etc. Es klappert nur halt irgendwas, was ein bisschen nervig ist. Aber das schaffst du noch. Bis ein größeres Bike da ist, fahren wir dich. Was danach mit dir passiert, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich sie verkaufen werde. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr bauen werde. Das müssen wir dann sehen. Aber das dauert ja noch. Keine Sorge, dir wird nichts Schlimmes passieren. Du kommst in den Motorradhimmel. Da vorne in der Distanz sehen wir den Olympiaturm. So wunderschön, wie er ist. Yo, wie geil. Digga, das ist einfach ein Sitz mit Motor und fertig. Ach ja, hier ist Mercedes. Auch wenn wir schon bei Mercedes sind, können wir über mein geplantes Auto reden. Ich habe noch keins gefunden. Das wollte ich jetzt einfach mal kurz erwähnt haben in dem Video, dass ich immer noch kein Auto gefunden habe. So, Punkt 3, den ich noch ansprechen will, ist der Uploadplan. Im Übrigen da der Olympiaturm, wie wunderschön er dort ist. Da ist, glaube ich, dann auch irgendwo der Olympiapark und sowas. Papa Sache auf jeden Fall. Wenn man mal in München ist, sollte den mal abchecken. Ist echt schön eigentlich da. Vor allem, man darf halt nach oben fahren dort beim Olympiaturm und du siehst halt echt die ganze Stadt von da oben, was mega fresh ist, Mann. Aber bevor wir zu viel abschweifen, der Uploadplan. Ich denke, ich werde irgendwas verändern, dass ich nicht mehr 3 Videos die Woche hochlade, weil 3 Videos die Woche halt echt schwer ist. Wahrscheinlich werde ich auf 2 runtergehen, Dienstag, Donnerstag immer oder Dienstag, Freitag. Dienstag, Freitag wäre besser, gell? Dann ist nicht so eine große Pause zum Wochenende immer. Das heißt, weniger Videos, dafür hoffentlich bessere Videos. Ist schon krass, wie groß das hier alles ist, Mann. Vor allem der Turm auf Video kommt halt gar nicht drüber, aber wenn du da oben bist, schau leben, Digga. Ich weiß gar nicht, wie weit es hoch geht. Ich glaube nur, dass über diesen goldenen Ring, die da sind, was übrigens Fenster sind, denke ich. Ich glaube, darüber darf man. Von da aus sieht man halt alles. Und zu unserer Linken haben wir BMW Museum. Dahinter BMW Hauptsitz und links sind die BMW Werke. Aber hier das BMW Museum.
Ich habe es noch nie gesehen, dass es so beleuchtet ist. Das sieht ultra fresh aus, Digga. Schön. Schön, schön, schön. Ich war da auch übrigens noch nie drin. Das sind so Sachen, als Münchner war ich noch nie da. Und da BMW Hauptsitz ist das, glaube ich. Ich glaube, da oben sitzt die Geschäftsführung etc. Und Rolls-Royce Motors. Das war eigentlich alles, was ich jetzt noch so sagen wollte, kurz bevor wir in die Winterpause gehen. Ansonsten YouTube. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei allen Leuten, die meine Videos schauen. Ich bedanke mich bei... So, jetzt kommt Aufzählen. Falls ich irgendjemanden vergesse, sorry. Fühlt euch einfach angesprochen. Ich bedanke mich bei... Naja. Deswegen sage ich als erstes. Ich baller einfach die Namen runter, okay? Osan, Lena, Nermin, Susi, Marcel, Johnny, Dani, Angie, Sir Vince und der eine mit... Sorry, dass ich deinen Namen vergessen habe. Das kommt gerade ultra unprofessionell und ultra von mir rüber. Aber du weißt, wer du bist mit dem... Wo wir in den Kommentaren geschrieben haben bei dem Video, wie man ohne Kupplung schaltet. Bei dir bedanke ich mich auch, dass du einen Kommentar erfasst hast und mir ein Like gegeben hast und mich hoffentlich abonniert hast. An alle, die ich vergessen habe zu erwähnen, fühlt euch einfach gegrüßt. Ich küsse eure Augen. Eine Person habe ich noch vergessen. Wie konnte ich den nur vergessen? Ich bedanke mich bei Abdallah. Geküsst seien deine Augen. Inshallah lebst du noch 100 Jahre, mein Freund. So, und für alle, die das Video bis jetzt noch geschaut haben, wie gesagt, danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal. Achso, hier ist Supervereinsbankgebäude oder sowas, gell? Keine Ahnung, ob das irgendwas Wichtiges in Deutschland ist, in München, ob das irgendeine Sehenswürdigkeit ist. Hier ist es auf jeden Fall. Ich wünsche euch dann schon mal frohe Weihnachten. Frohes Neues und einen guten Rutsch. Bleibt mir gesund, vor allem jetzt in dieser Zeit, die wieder angebrochen ist. Stay safe, stay at home, tragt eure Masken. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr in alter Frische. Bis dahin, YouTube. Fühlt eure Augen geküsst und yalla.